Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall wieder um ein cooles Thema. Ich werde euch zeigen, wie ihr easy 40.000 XP bekommen könnt. Hierbei muss ich aber erwähnen, dass ich mir nicht sicher bin, ob man 40.000 pro Honigtopf bekommt oder ob man 40.000 bekommt, wenn man alles absolviert hat. Das bedeutet, am Ende des Videos wird sich das alles hier herausstellen und ich werde euch das Ganze hier jetzt zeigen, wie es funktioniert, was ihr machen müsst und wo alle versteckt sind. Als allererstes, Freunde, müsst ihr zu Weeping Woods und zwar zu diesem Gebäude, was ich hier markiert habe. Das befindet sich, wenn ihr es von oben betrachtet, genau hier. Sobald ihr bei diesem Haus seid, Freunde, müsst ihr einfach nur ganz entspannt reingehen. Und ich denke mal, den Raum sollten schon die meisten von euch kennen. Ihr geht nämlich direkt hier rüber und hier drüben ist ja diese geheime Tür. Die öffnet ihr einmal, geht hier runter, macht diese Tür hier kaputt. Hier sind dann die Kollegen mit dem Bär. Ihr seht, ich bin jetzt hier einmal gewesen, habe jetzt diesen Angriffsplan gesehen. Und jetzt kann ich auch die Honigtöpfe sehen, die ich nun abholen werde, alle nach und nach. Weil diese Location sagt ja nicht viel aus, man muss dann theoretisch gesehen selber suchen. Und ich werde euch jetzt einfach ganz entspannt das Ganze zeigen, wo ihr die findet und. So Leute, kommen wir auf jeden Fall zu der ersten Location und die könnt ihr gerade hier im Hintergrund sehen. Hier ist der allererste Honigtopf. Um genau zu sein, hier an dieser Location, direkt bei der Agency. Da geht ihr dann einmal hin, nehmt euch das Ganze zu Herzen, zack, dann habt ihr es gegessen. Bei mir ist es jetzt ein bisschen verbuggt, achtet nicht darauf, dass es jetzt nicht verschwindet, aber ihr habt theoretisch gesehen jetzt den allerersten Honigtopf. Die nächste Location befindet sich hier direkt zwischen diesen drei Orten und zwar hier an dem kleinen See. Wenn ihr jetzt hier nach unten geht, dann könnt ihr eventuell schon direkt den Honigtopf sehen. Hier ist er dann, zack, wir zoomen einmal rein, Freunde, genau hier. Den hebt ihr dann auch ebenso auf und habt das Ganze absolviert. Wir kommen zu der nächsten Location, die sich genau hier im Hintergrund befindet. Und zwar könnt ihr das hier sehen, zwischen Frenzy und Lazy Lake. Ihr geht einfach hin, zack, aufheben, orientiert euch einfach an diesem kleinen Steinchen hier. Und natürlich hört ihr auch ja die ganzen Bienen, die hier in der Umgebung sind. Die nächste Location befindet sich direkt über Pleasant Park und zwar hier an dem Baum. Wenn ihr dann wieder hier in der Ecke seid, orientiert euch an diesem Busch und an diesem Häuschen, könnt ihr wieder hier direkt den nächsten Honigtopf euch mitnehmen. Und wir kommen zu der letzten Location. Die befindet sich direkt über Frenzy Farms und zwar hier in diesem Gebiet, wo sehr viele Bäume sind. Ihr landet dort einfach einmal und dann, Freunde, leite ich euch schon direkt dahin. Hier ist ein bisschen schwierig. Hier müsst ihr schauen, wo die Äpfel am besten auf dem Boden sind. Und direkt daneben ist dann der letzte Honigtopf. Und wenn ihr den dann gegessen habt, Freunde, den letzten Honigtopf, dann bekommt ihr 40.000 XP. Denn ich habe mich informiert, ihr bekommt nicht pro Honigtopf 40.000 XP, sondern wenn ihr alle 5 absolviert habt. Ihr bekommt dann auch tatsächlich noch einen Banner, den ihr dann drauf machen könnt, wie ihr wollt. Keine Ahnung, mir persönlich gefällt das Ganze nicht, aber ihr bekommt sowas ähnliches wie ein Vogel, also wenn ihr Bock drauf habt, gönnt euch das Ganze, easy 40.000 XP gemacht und eine geheime Challenge absolviert. Also Freunde, macht das Ganze, teilt das Video mit euren Freunden, ich bin da mal raus, wir hören uns im nächsten Video, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao.